Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddlezeit hier mit Divinity Original Sin 2 und wir haben, tada, eine Person mehr in der Gruppe, die Sibylle. Und habe ich hier überhaupt ausgerüstet? Meine neue Hose. Die habe ich ausgerüstet, okay. Abgetrennter Kopf und so, das ist natürlich, beziehungsweise die Gebeine, können wir ja mal hier ihr ins Inventar schmuggeln. Und mal gucken, ne? Kann ich das nicht irgendwie, warte mal. Arthusas Bein, ja. Wenn ich das esse, was wenn ich das esse? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich das dafür essen? Kann natürlich alles sein. Ah nee, ich will ihm hier erstmal hier zack, das draufpacken. Und dann mal sehen. Irgendwas war hier doch mit der elfischen Begabung, ne? Ah, Lehrmeister, das kann sie machen. Und schleichen, natürlich, sie ist ja diebisch veranlagt. Was haben wir denn hier so? Elf. Die eleganten, langlebigen Elfen sind meisterliche Quellenmagier, deren Heimat in jüngster Zeit zu großen Teilen vernichtet wurde. Das Gedächtnis ist der Schlüssel zu ihrer Kultur. Elfen können Erinnerungen absorbieren, indem sie das Fleisch der betreffenden Person verzehren. Okay, sie ist weiblich. Weiblich ist Englisch, wie man sieht. Und Sibylle ist Sibylle, gesetzlos und gelehrt. Okay, das ist legitim. Ui, eine Giftflasche. Sowas aber auch. Nee, da wollen wir tatsächlich mal hier die Sibylle essen lassen. Und dann gucken wir einfach mal, was bei rauskommt. Ich bin einfach mal gespannt. Du hast einen Namen im Kopf. Wer das? Er muss entkommen. Er darf nicht hier sterben. Er darf es nicht. Zwei neue Tagebucheinträge verfügbar. Wer das? Aber wer das war nicht, oder? War das der hier? Nee, das ist dein. Gut. Wenn das nicht wer das ist, der am Verrecken ist, dann ist zumindest ein kleiner Vorteil noch. Das ist also Griff. Und Spitzsterz. Das ist mein Name. Nee, ich würde eigentlich gerne mal gucken, ob ich noch jemand anderen in meine Gruppe dazu bekomme. Dass wir zumindest irgendwie zu viert rumlaufen. Gucken wir einfach mal, was wir hier so vorfinden. Oh, ein kleiner Heiltrank und ein Schlafsack. Allerdings sollte ich... Gefangene Elf. Gut, mal gucken. Wo haben wir es denn? What? Hier sind sehr, sehr viele Sachen. Die Elfe Heiler bat uns, ihren Freund Amiro zu retten, der irgendwo in der Nähe gefangen gehalten wird. Sie sagte, dass eine Echse der Träume und tiefen Gefühle der Schlüssel zu Amiros Freiheit sein könnte. Wir haben Griffs Vorratskiste gefunden, aber darin befand sich nichts. Vielleicht ist der Inhalt noch in der Nähe. Okay. Ja, jetzt wäre es interessant, nämlich. Oh, Bratpfanne. Mal einmal kurz hier gucken, ob wir irgendwas finden. Aber ich befürchte, nee. Ah, machen wir das mal über sie hier. Sie kann ja Dinge. Sie kann schleichen zum Beispiel. Wenn ich mich richtig irre. Kann ich hier in den Schleichen... Wo gehe ich in den Schleichenmodus? Irgendwie muss ich doch in Schleichen gehen können, oder? Ups. Nee, das war falsch.
Fleischopfer. Mhm. Wurfmesser, einfach Angriff. Gegenschlag, Unruhe. Logbuch ein. Ah! Da halte ich noch zusätzliches. Chat ein, ausschalten. Naja, da brauche ich eigentlich gar nichts. Aktion ein, ausschalten. Schleichmodus, ja. Machen wir das doch mal. Und dann können wir uns nämlich hier bei Dingen bedienen. Zum Beispiel gönnen wir uns den Trank hier. Den Schlafsack nehmen wir auch mal mit. Du hast einen Schlafsack mitgenommen. Tada! Nutze ihn, um auszuruhen und deine Gruppe zu heilen. Das klingt doch angenehm. Bratpfanne. Verwendbar als Einhandstreitkolben. Ah, hier sehen wir offenbar... Ah, die Line of Sight. Das ist interessant. Das kann man, glaube ich, gut gebrauchen, wenn man Diebstahl oder so macht. Dass man sieht, was der Gegenüber sehen kann. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Das sieht so lustig aus mit dem Bäumchen. Aber sowas von. Nee, dann nehmen wir nochmal hier. Einmal gehen wir dabei. Oh, gut. Ich habe mich mal hingelegt. Schleichmodus wieder. Gucken, was hier drin ist. Da ist gar nichts drin. Nee, in diesem Falle einfach mal wieder Schleichmodus auflösen. Und ach komm, gehe ich mal wieder mit meinem Hauptcharakter weiter. Flüsterholz. Ja, können wir uns mal. Mal sehen, was es uns zuflüstert. Dann gucken wir hier mal, ob sich irgendwas Brauchbares befindet. Muschel zum Beispiel. Maul. Ja, reden wir mal mit Maul. Halsmaul. So. Da seid ihr. Ich frage mich, was euch hält. Erzählt mir eure Geschichte. Fragen, was er meint. Wir haben uns ja noch nie getroffen. Wir sind einander nicht bekannt und doch bekannt. Wir sind aus demselben Material, oder? Ich bin sehr neugierig. Erzählt es mir. Erzählt mir eure Geschichte. Warum nicht? Beginnt am Anfang. Beginnt dort, wo ihr herkommt. Oh, behaupten, mein Ursprung sei zu seltsam, als dass man ihn glauben könnte. Ja, das klingt immer gut. Ich verstehe, aber erzählt mir mehr. Sagt mir, was ihr tut. Sagt mir, was ihr findet. Okay. Genau, ich will etwas wieder gut machen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas werde ich sicherlich wieder gut machen wollen. Ich verstehe. Jetzt erzählt mir, wie eure Geschichte endet. Wie sie endet. Ja. Ich erhoffe mir, dass ich etwas Verlorenes wiederfinde. Ah, ihr wollt eine Wiedervereinigung. Das Leben ist manchmal einsam, ja. Das Leben ist einsam und das, was ihr liebt, ist fort. Ich habe etwas für euch, mein Freund. Ein Geschenk. Wir können sehen, was wir verlieren. Nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Dieser Rubin vollbringt das Wunder. Oh, da danke ich doch fürs Geschenk. Danke sehr, mein Bestes. Das ist nicht der Rede wert. Viele Fragmente kommen an mein Ufer. Seht, was ich sammle. Ach, mit dem kann man handeln. Zieht Gegenstände, die du kaufen oder verkaufen willst, auf das Handelsfenster und stimme das Angebot ab, indem du auf die Waage klickst. Bestätige den Handel mit der roten Annehmschaltfläche in der Mitte. Du kannst bei Händlern übrigens auch Gegenstände identifizieren und reparieren lassen. Oh, Fertigkeitenbuch. Ja, das ist doch gut. Fossiler Hieb. Okay.
Ja, ein paar interessante Sachen hat er ja schon. Muss ich ja zugeben. Wie teuer ist so ein Buch überhaupt? Oh, für uns ein bisschen teuer derzeit. Aber so ein Heiltrank, ich glaube, der kann uns richtig was tun. Deswegen... warte mal. Gold für gleichwertiges Angebot hinzufügen. Ja, passt schon. Ich glaube einfach, dass wir hier nämlich tierisch darauf angewiesen sein werden, uns mit Heiltränken voll zu ballern. Deswegen nicht schlecht, wenn man einen auf Lager hat, glaube ich. Ah, das hier. Ah, das markiert, dass vermutlich eine Wasserfläche hier ist oder so ähnlich. Vermute ich mal. Muscheln! Einfach Muscheln, einfach Muscheln. Und eine Kochstation gibt es auch noch. Wunderbar. Ein einfacher Reim. Oh, das ist ja richtig was für mich. Und hier haben wir Margo. Wer auch immer Margo ist, aber wir haben Margo. Die Frau schaut hinaus auf die sanft am Strand anbrandenden Wellen. Sie wirkt absolut entspannt, aber als du dich näherst, dreht sie sich mit einem fröhlichen Lächeln zu dir um. Das ist doch schön. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Seid ihr neu? Ja, ich bin gerade erst angekommen. Nun, macht euch keine Sorgen, wenn ihr Probleme habt, euch einzuleben. Es dauert etwas, bis man sich daran gewöhnt hat. Seid ihr alleine hier? ja, ich glaube, das trifft es am besten. Nun ja, alleine nicht. Ich habe ja hier noch ein paar Leute um mich herum, aber sonderlich gut kennen tue ich sie nicht. Sie schaut dich lange an. Vielleicht solltet ihr euren Gefährten noch eine Chance geben. Manche von uns haben überhaupt niemanden mehr. Vielleicht bedeuten sie euch trotzdem etwas. Dann sage ich mal danke und warum nicht? Keine Ursache. Wüsste ich das noch nicht, dann wüsste ich gar nichts. Aber was tut ihr alleine hier? Ich hatte mal eine Familie. Ein Mann und einen kleinen Jungen. Wir waren Heiler. Unser Blut war erfüllt von Quellenmagie. Dann haben sie uns hergebracht. Ich konnte sie nicht davon abhalten, mir meinen Jungen zu nehmen. Ich glaube, sie wurden geheilt. Vielleicht sogar freigelassen. Keine Ahnung, warum die Roten mich nicht auch mitgenommen haben. Jetzt warte ich nur darauf, dass sie meinen Namen rufen. Ich warte und erinnere mich. Wie waren ihre Jungs denn? Ihre Augen funkeln. Es ist nett von euch, dass ihr fragt. Stefan war mein Kleiner. Blitzgescheit und ziemlich raffiniert. Und mein Mann hieß Felix. Er ist ein meisterhafter Heiler. Konnte einen Knochenbruch in weniger als einer Minute richten. Ich nehme im Sand Platz und höre einfach mal zu, ne? Sie redet eine Zeit lang über Geburtstage, über Felix pieksenden Bart, über das Stinktier, das Stefan mal mit nach Hause gebracht hat. Sie strahlt Freude aus, als sie sich erinnert. Sie legt ihre warme Hand auf deine Schulter. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, an sie zu denken. Ich möchte auch etwas geben. Ein Familienrezept. Eines der besten von Felix. Er würde sich freuen zu wissen, dass solch eine warmherzige Seele sie erhalten hat. Passt auf euch auf. Hört ihr? Ihr seid eine gute Seele. Ach, wie herzerwärmend ist das denn, bitteschön. Das ist echt liebensgewürzig von ihr. Da haben wir eine Kochstation. Huch, was haben wir denn da? Aha, ich habe euch gefunden, nicht wahr? Rot haben sie gesagt. Rot und dann tot. Der scheint mir nicht sonderlich freundlich gesinnt. Soll das ein Anschlag auf mich werden? Langsam wird das ziemlich langweilig. Kein Anschlag, Kollege. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Die Zeit ist um, Hoheit. Tanzen wir. Tada!
Na toll, da hat man sich gerade noch schön mit der Dame unterhalten und jetzt geht's auf einmal brennender Sturm. What the hell? Geht doch nicht so mit mir um. Das mag ich doch gar nicht. Was machen wir da denn Schönes? Eine elektrische Entladung, ja, warum nicht? Wobei, das zuckt sicherlich auch dann auf die anderen wieder um, wie ich mich kenne. Machen wir mal einfach hier mit. Ja, gönnen wir uns mal das. Und nochmal, weil es so schön ist. Gut, dann kann ich hier mal schön drauf klöppeln. Schmettere deine Waffe auf den Boden, schlägt Nichtverbündete vor dir nieder und fügt ihnen. Ja, das ist immer gut. Niederschlagen ist toll. Nehmen wir. Haha. Gut, schlägt sie doch nicht nieder. Ach ja, wegen der physischen Rüstung. Ist ja doof. Na dann, machen wir es so. Hinterhältige Angriffe. Ja, jetzt wird's interessant. Begib dich in den kegelförmigen Bereich hinter einen Gegner, um hinterhältig anzugreifen. Erfolgreiche hinterhältige Angriffe werden automatisch zu kritischen Treffern. Mach ich! Warte mal, da kann ich einmal hier so... Da kann ich hinterkommen. Autsch! Okay, nicht so einfach. Dann machen wir das denn doch lieber anders und sagen... Ach, wie schön. 100%ige Chance, hinterhältig anzugreifen. Machen wir. So muss das laufen. Und jetzt kann ich einfach mal so backstabben. Ja, yeah, so muss das laufen. Und... gut, so läuft es eher weniger gut. Dann mache ich Zug beenden. Muss ja. Oh, kritischer hinterhältiger Angriff. Na, der sieht nicht mehr so solide aus. Was können wir denn hier noch Schönes anrichten? Okay. Das Problem ist, dass wir da auch erstmal die magische. Ich verstehe das Problem, was manche genannt haben, wenn man mit unterschiedlichen Sachen hier ankommt. Ist nicht gut. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ich glaube, da nehme ich wieder den stinknormalen Angriff. Jupp, hau weg den Kram. Ist zumindest die Rüstung mal weg. Jetzt haben wir das Problem. Kleiner Heiltrank. Warum nicht? Und dann... Gut, ich könnte das machen oder aber... verstärken. Ach komm, das entfernt auch Verbrennen. Das ist ganz gut jetzt gerade. Das haben wir gemacht. Dann können wir nochmal angreifen oder so. Einfacher Angriff auf den hier oder so. Oder was mache ich da? Verstärken. Ups. Ich habe meinen Gegner gerade verstärkt, oder? Ja, nicht mich selbst. Scheiße! Großer Fehler. Ganz großer Fehler. Ich merke, ich mache noch ordentlich Unsinn. Adrenalin. Du erhältst sofort 2 Aktionspunkte, verlierst jedoch 2 Aktionspunkte in der nächsten Runde. Interessant das. Nicht jetzt. Fleischopfer. Uiuiui, was es nicht alles gibt. Interessante Sachen. Mach ich mal Unruhe hier? Bin schon, denn schon.
So, jetzt ist er ganz aus der Rüstung zumindest weg. Ach, ich habe hier nochmal einen Angriff. Jawohl. Endlich geht's auf die Lebenspunkte. Und es geht weiterhin gegen den roten Prinzen. Jetzt wird's eklig. Wieso sind die so stark? Wieso ist der so stark? Wieso ich nicht? Ah, vermutlich, weil ich nicht so viel Rüstung habe wie der. Was haben wir denn hier? Schriftrolle des Feuerballs, okay. Schutzglocke, dafür brauche ich Quellenmagiepunkte. Das ist natürlich nicht gut. Oh, scheiß drauf. Wenn wir eh schon hier alle brennen, kann der mitbrennen. Joa, so kann es aussehen. Und dann mache ich einmal nochmal Normalschaden, oder? Ja, komm. Warum nicht? Wie jetzt? Was habe ich denn hier? Schriftrolle der Regeneration ist nicht so gut. Legermut. Ja, machen wir mal hier. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir hier am besten? Ja, jetzt kann ich theoretisch fliehen, wenn ich denn wollte. Ach Mist, es muss hier doch irgendwas geben, was ich hier machen kann. Oh, das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Was haben wir hier? Adrenalin. Ja, das kann man mal theoretisch versuchen. Warum nicht? Aktionspunkte über das Maximum hinausgehen. Ah, kostet mich das dauerhaft einen Konstitutionspunkt? Das wäre jetzt die Frage. Wurfmesser. Gute Frage, nächste Frage. Nehmen wir mal Adrenalin. Auf jeden Fall. Oder nee. Nehmen wir es später. Erstmal machen wir hier so einen hier. Oder doch den erstmal. Dann Adrenalin. Auf sich, ne? Ja. Dann müssen wir mal sehen, wie wir weiterkommen. Das bringt mich nicht sonderlich weiter. Ach, das ist doof. Ups. Ups, der rote Prinz, der ist ein wenig dahingerafft. Da müssen wir mal was tun. Wir haben ja diese tollen Schriftrollen der Wiederbelebung. Auf ihn hier. Quellen verstummt. Ja, das ist nicht sonderlich gut. Aber wir haben zumindest die Situation hier so ein bisschen... Doch nicht angreifen. Oi, hier haben wir aber auch mal ordentlich was. Unsichtbarkeitstrank. Nehmen wir. Schriftrolle Berührung der Fäulnis. Lebensessenz. Interessant. Gold ist immer gut. Rohlederschuppenhose. Auch geil. Und eine zerfledderte Seite zum Lesen. Und wenn wir was zum Lesen haben, was machen wir? Wir werfen es weg. Nein, natürlich lese ich das.
Narin, ihr habt mir treu gedient und werdet es weiterhin tun. Nehmt die beigefügte Schriftrolle und hängt sie in Arx an einen öffentlichen Platz auf. Ihr werdet verhaftet werden und in die Freuenfeste gelangen. Auf der Insel werdet ihr nach einer rothäutigen Echse suchen. Ihr werdet sie töten, zerstückeln und dafür sorgen, dass sie keine Magie der Welt, sie wieder zum Leben erwecken kann. Ihr habt eure Befehle. Euer Gewicht in Gold erwartet euch. Viel Glück und Weidmanns Heil. Das ist ja freundlich. Okay. Ach, und da ist noch die Margo. Wunderbar. Gibt es hier noch irgendwas, was ich aufsammeln kann? Nö. Aber ich kann ja theoretisch mal die Rohleder-Schuppenhose. Die gebe ich einfach mal weiter an... Nee, an den Prinzen. Und der kann sie doch mal hier ausrüsten. Verschlissene Hose, ja, wer braucht denn sowas? Das ist doch das viel geiler. Und zack, ist der besser ausgerüstet. Win-Win-Situation. Wer ist das denn? Bestie. Ah, gut. Das ist der Zwerg, das muss ich mir merken. Der kommt dann beim nächsten Mal dran. Aber für heute sind wir tatsächlich schon am Ende und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, wenn es heißt Daddelzeit mit Divinity Original Sin 2. Bye bye!